Hallo und willkommen hier bei uns bei BildnerTV. Ihr nutzt richtig gern Google Maps als Navi, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und wollt natürlich auch immer gern richtig Musik hören. Aber das ständige Hin- und Herwechseln zwischen Musik-App und Navi ist ein bisschen nervig und auch nicht ganz ungefährlich. Kein Problem. Ihr könnt nämlich eure Musik ins Navi holen. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin der Thomas, willkommen bei BildnerTV. Wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und vielleicht mich irgendwo an einem Ort befinde, wo ich mich nicht ganz so gut auskenne, benutze ich sehr gern Google Maps als Navi. Und was bei mir immer dabei sein muss, ist richtig viel Musik. Aber das Hin- und Herwechseln ist ein bisschen nervig. Deshalb kann man alles zusammenpacken. Die Navigation und die Musik-App, die einfach einen mit gutem Rhythmus versorgt, packen wir in Google Maps zusammen. Wie das funktioniert, es geht wirklich sehr, sehr einfach, zeige ich euch hier. Und zwar, was müssen wir machen? Ganz einfach, wir starten Google Maps. Und jetzt müssen wir in Google Maps oben bei euch in das Kontosymbol gehen. Und in dieser Kontoverwaltung für Google Maps gehen wir auf Einstellungen. Und hier brauchen wir dann den Bereich Navigationseinstellungen. Findet ihr hier. Einmal antippen. Und bei der Navigationseinstellung geht es ein kleines Stück nach unten. Und zwar brauchen wir hier die Steuerung zur Medienwiedergabe einblenden. Klingt ein bisschen sperrig, aber heißt ganz einfach, dass ihr Medien, also zum Beispiel Musik abspielen, in der Google Maps App direkt machen könnt. Zeige ich euch gleich. Wir aktivieren das Ganze, also hier den Schieberegler auf Blau. Dauert einen kurzen Moment. Jetzt wird nämlich auf dem Smartphone gesucht. Welche Musik-Apps oder Medien-Apps stehen denn zur Verfügung? In meinem Fall ist es hier eben YouTube Music, das ich nutze, und Spotify. Ich möchte hier Spotify mit integrieren. Gehe auf Weiter. Werde hier noch informiert, dass das Ganze eben verbunden wird. Und jetzt wird es eben mit angezeigt. Also die Steuerung ist aktiviert und als Standard-Medien-App habe ich ausgewählt Spotify. Für euch zur Info. So, ich gehe aus dem Ganzen wieder raus, ist damit erledigt. Gehe wieder in meine Google Maps App und starte jetzt zum Beispiel eine Navigation. Wir wählen ein Ziel aus. Wir fahren nach Regensburg. Lassen das Ganze kurz berechnen. Wir sind mit dem Auto unterwegs. Und wenn ich jetzt auf Starten gehe, beginnt hier meine Navigation. Und ich sehe hier bereits mit integriert mein Spotify-Symbol, also hier meine Musik-App, die kann ich hier dann direkt im Navi, also ich habe hier auf dem Bildschirm meine Navigation mit der Anzeige, wie ich fahren muss, habe hier auch meine Strecke, die ich noch zurückzulegen habe und kann hier in der App direkt unmittelbar auch noch Musik durchklicken, starten, beenden, pausieren, zum nächsten Titel springen. Also ich muss nicht mehr wechseln zwischen meiner Navi-App, also Google Maps und Spotify oder jeder anderen Musik-App. Also sehr, sehr praktisch, wirklich zwei Dinge integriert und man kann sich voll auf das Fahren konzentrieren. Ihr habt vielleicht gesehen bei der Navigationseinstellung und vorher bei der Berechnung des sparsamsten Weges oder der sparsamsten Route, und zwar, dass man hier jetzt einen Kraftstoff auswählen sollte. Ich möchte euch noch ganz schnell zeigen, warum das Sinn macht oder wie ihr das am besten auswählen könnt. Machen wir gleich. Vorher aber noch für euch die Aufgabe, schreibt einen Kommentar unter dieses Video. Und zwar, wie macht ihr das, wenn ihr unterwegs seid? Welche Navigations-App nutzt ihr? Welche Musik-App nutzt ihr am besten? Oder habt ihr Fragen dazu? Einfach bei uns hier unter diesem Video da lassen. Und am besten gleich mal umschauen bei uns auf bildnerverlag.de, denn mit jedem Kommentar nehmt ihr an unserem Gewinnspiel teil. Ihr könnt jede Woche ein Buch gewinnen aus unserem Verlagsprogramm. Zum Beispiel gibt es bei uns zu jedem Smartphone-Modell, so gut wie jedes Modell, auch das passende Buch auf bildnerverlag.de. Einfach mal durchklicken, findet ihr mit Sicherheit auch die richtige Lösung für euer Modell. Oder, wie ich immer finde, es ist das ideale Geschenk, wenn man weiß, da bekommt jemand zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass ein neues Smartphone. Hier gibt es die passenden Bücher dazu. Und für alle, die sich die ganz neuen Android-Modelle zulegen, auch bei uns bereits zu haben, das Buch für Android 14. Auf bildnerverlag.de alle Infos dazu und mit einem Kauf bei uns direkt auf der Homepage könnt ihr auch unsere Arbeit richtig gut unterstützen. Vielen Dank schon mal dafür. Wir schauen noch mal ganz kurz in die Einstellungen, denn ich finde, die ist wichtig zu wissen bei Google Maps.
beende mal kurz die Navigation. Und zwar, wenn ihr bei euch in Google Maps nochmal in die Google-Kontoverwaltung geht und bei Einstellungen, bei den Navigationseinstellungen nochmal kurz mitschaut, findet ihr eben auch den Bereich der Routenoptionen und des Motortyps. Denn es gibt seit einigen Monaten ja die Funktion, dass Google Maps euch die sparsamste Variante anbietet. Also bei den Vorschlägen findet ihr auch immer für euren Motortyp die ideale Route, auf welcher Strecke ihr den geringsten Energieverbrauch habt. Und das betrifft jetzt nicht nur klassischen Kraftstoff wie Benzin oder Diesel, sondern eben auch für Elektrofahrzeuge. Und das solltet ihr eben auch immer richtig mit angeben, damit diese Auswahl dann später für euch richtig gut passt. Also kraftsparende Routen bevorzugen. Das könnt ihr eben hier aktivieren und deaktivieren. Ich würde es am besten immer aktivieren. Ihr geht dazu noch auf Motortyp und hier könnt ihr eben auswählen, für welchen Kraftstofftyp diese sparsame Variante für euch berechnet werden soll. Also klickt euch damit durch bei den Navigationseinstellungen, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Übrigens, entdecken. Rund um Google Maps haben wir für euch jede Menge Videos gemacht. Die Playlist dazu findet ihr hier, also gleich mal draufklicken und auf Entdeckungsreise gehen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder hier bei uns bei Bildner TV. Bis dann.